Zwei Kandidaten pro Folge stellen sich einem Hindernisparcours der besonderen Art. Gefährliche Dinosaurier, anspruchsvolle Aufgaben und Spezialevents. All das ist Jurassic Castle. Die Regeln. Jeder Kandidat ist auf sich gestellt und tritt einzeln an. Das Ziel ist es, möglichst viele Punkte in möglichst kurzer Zeit zu sammeln. Punkte sammelt man, indem man grüne Linien überfährt. Ein Zusatzpunkt gibt es für das Überqueren der Ziellinie. Fährt man jedoch über eine rote Linie, so wird ein Spezialevent ausgelöst. Hierbei handelt es sich um besondere Aufgaben, positive Events oder sogar negative Events. Der Versuch des Kandidaten endet, wenn dieser zerstört wird, wegglitscht oder die Ziellinie erfolgreich überquert. Dann stoppt die Zeit und die bis dahin ergatterten Punkte werden gespeichert. Gewonnen hat derjenige, der nach 10 Folgen die meisten Punkte gesammelt hat. Sollten jedoch mehrere Kandidaten die gleiche Punktzahl haben, dann entscheidet die Zeit. Zu gewinnen gibt es für den ersten Platz einen 50€ Amazon-Gutschein, für den zweiten Platz einen 30€ Amazon-Gutschein und für den dritten Platz einen 20€ Amazon-Gutschein. Und der erste Kandidat für heute, das ist David Schäffner. Herzlichen Glückwunsch und los geht's für dich. Und los geht es für David Schäffner, der vorletzte Kandidat hier. Dann ist das Ganze schon vorbei. Aber keine Sorge, ich werde mir danach wieder irgendwas Neues einfallen lassen. Irgendein neues, cooles Mitmachprojekt, wo ihr dann auch was gewinnen könnt. Weil das macht mir immer richtig viel Spaß. Und das ist immer cool, dass wir das halt in der Videopremiere gemeinsam machen können. Mag ich sehr, sehr gerne. Deswegen werde ich das auf jeden Fall beibehalten. Ich weiß allerdings noch nicht, was als nächstes kommen wird. Falls ihr da coole Ideen oder so habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich mich da ja ein bisschen dann inspirieren. Aber der David macht das hier richtig gut. 100% erstes Gehege geschafft. Also das war ziemlich schnell und ziemlich easy. Damit hat er seinen ersten Punkt sicher. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er sich hier beim Wettschießen auch so gut anstellen wird, wie jetzt gerade in dem Gehege. Event ausgelöst. Betäube ein bewegtes Ziel. 2 von 3 Pfeilen müssen treffen. Das Ziel ist ein Ceratosaurus. Als Belohnung wird eine Abkürzung freigeschaltet. Und jetzt müsste hier der erste Schuss gleich kommen. Er zielt sehr spät, aber der fliegt, glaube ich, ganz gut. Und der trifft. Sehr gut, David. Erster Treffer. Der ist immer super wichtig und entscheidend. Jetzt kommt gleich schon Schuss Nummer 2. Vielleicht kann er jetzt hier das Wettschießen schon für sich entscheiden. Das ist nämlich eigentlich immer der leichteste Schuss. Und auch der trifft. Wow. Nicht schlecht. Das ging jetzt aber auch easy. Also das erste Gehege easy hinter sich gebracht. Das Wettschießen jetzt auch. Das ist ja unglaublich. Also David Schäffner könnte hier nochmal ganz große Chancen haben auf den Sieg. Und damit öffnet sich hier der grüne Weg für David. Bis jetzt ein perfekter Run. 100% Leben noch und das Wettschießen erfolgreich geschafft. In einer sehr guten Zeit alles. Also viel besser geht's gar nicht. Du bist hier nochmal ein Kandidat, der es hier wirklich auf Platz 1 schaffen könnte. Definitiv. Und bin ich fest überzeugt. Also derjenige, der jetzt momentan auf Platz 1 ist, der muss nochmal ein bisschen zittern. Weil du stellst dich hier super gut an. Sammelst jetzt den zweiten Punkt auch in einer super Zeit und fährst jetzt schon in das dritte Gehege, welches aber natürlich auch nochmal sehr gefährlich ist. Hier sind schon sehr viele Kandidaten ausgeschieden. Die kleinen fiesen Herreras, die darf man nicht unterschätzen. Können hier wirklich schnell Schaden anrichten, aber die laufen gerade eher verwirrt herum. Scheinen jetzt auch noch nicht wirklich aufmerksam auf dich geworden zu sein, das ist gut. Sobald man länger steht und die Dinos aufmerksam werden, gerade diese gefährlichen,
Ja, dann wird's immer tödlich. Sowas ist dann immer ärgerlich, wenn man sich dreht und dann ewig hängen bleibt. Ja, da kommen sie nämlich schon. Und da kriegst du den ersten Schaden. Das ist genau das, was ich meinte. Oh Gott, er schiebt dich einfach weiter. Oh, das ist bitter jetzt. Jetzt hängst du dann natürlich komplett drin. 27% nur noch. Muss nur noch einmal eine Herrera kommen, so wie... Oh, das ist eine knappe Geschichte hier. Du bist jetzt umzingelt und eingeklemmt. Da kommst du nicht vorbei. Oh, oh. Oh, er dreht sich. Und er trinkt weiter. Oh nein, 24%. Und du bist gerade richtig in der Bredouille. Das kann man nicht anders sagen. Na, Rückwärtsgang wäre jetzt nicht schlecht, weil du kriegst gerade immer mehr Schaden. Dein Auto ist jetzt vorne auch schon verbeult. Du musst jetzt hoffen, dass der sich gleich nach hinten umdreht, was er nicht tut. Oh, oh. Okay, ich glaube, das wird hier tödlich enden. Ich weiß nicht, wie du hier noch rauskommen sollst. Er dreht sich um. Und? Oh, 7%. Er geht weg. Da hast du Glück gehabt. Du hast noch eine Chance. 6%. Nicht schlecht. Hoffen wir es mal, dass du es hier durch das Gehege noch schaffen wirst irgendwie. Oh, vor dir lauern aber noch so viele Herreras, wenn ich sie da hinten schon wieder alle sehe. Das wird ganz schwierig. Und von hinten kommt einer und knockt dich auf die Seite. Das war's. Du bist sogar auf dem Kopf jetzt. Was passiert denn jetzt? Du wirst nur mal komplett weggeschoben. Ah, schade, David. Aber trotzdem ein sehr, sehr guter Versuch. Da liegst du auf der Seite. Wir schauen bei dir auch auf die Tabelle. Und damit ordnet sich David hier auf Platz 8 ein. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Kandidaten. Und jetzt kommt der allerletzte Kandidat. Ich bin sehr gespannt, wer es sein wird. Und es ist Amy. Herzlichen Glückwunsch. Du bist die allerletzte Kandidatin für Jurassic Castle. Los geht's für dich. Und jetzt geht's hier los für unsere allerletzte Kandidatin von Jurassic Castle. Mal aus einer ganz anderen Perspektive. Amy 142 ist jetzt am Start. Wir schauen aus Besucherperspektive gerade mal. Da fährt sie. Geht gleich ins erste Gehege, dann gehen wir natürlich hier wieder raus und schauen uns das Ganze an. Bin gespannt. Vielleicht kann sie ja hier noch den Sieg holen. Ich gönn's ihr auf jeden Fall. Ja, bis jetzt sieht das gut aus. Du hast jetzt schon viele Paris hinter dir gelassen. Ah, da wurde es jetzt gedreht. Das ist ärgerlich. Da hat er dich genau hinten links erwischt. Jetzt bist du... Oh, nee. Da musst du echt aufpassen, dass du nicht in die Wand glitscht. Das kann ja sonst zu einem schnellen Ende führen. Ich glaube, es ist noch kein Kandidat hier vorne ausgeschieden. Wollen wir mal hoffen, dass das so bleibt. Aber das sieht richtig gut aus. 11% Schaden ist eine gute Leistung. Und du bist auch schnell durchgekommen. Damit hast du schon deinen ersten Punkt hier sicher. Und jetzt geht's zum Wettschießen. Hoffen wir mal, dass das mindestens genauso gut läuft wie bei David gerade. Event ausgelöst. Betäube ein bewegtes Ziel. 2 von 3 Pfeilen müssen treffen. So, Amy, streng dich an. Der Cerato kommt schon. Du zielst spät und er fliegt sehr tief. Und der geht leider in die Lampe. Also der Schuss war schon mal nicht gut. Jetzt wird's schwierig. Jetzt müssen beide Treffer sitzen. So, komm schon. Der muss jetzt sitzen. Und? Der trifft. Sehr gut. Das war wichtig. Schön mittig. Schön da oben. In den Oberschenkel fast, würde ich sagen. Und jetzt der alles entscheidende Schuss. Du zielst auf jeden Fall früh, das ist gut. Und der Schuss fliegt und... Oh, der ist schon wieder so tief. Auch wieder in die Lampe. Damit ist diese Challenge leider gescheitert. Sehr, sehr bitter. Ja, Leute, der rote Weg it is. Sehr, sehr schade. Also es kann jetzt nochmal richtig gefährlich werden für Amy. Na, schauen wir mal. Haben ja auch schon viele geschafft, die Triceratops Stampede. Aber es ist immer bitter, wenn man hier das Ganze nicht erfolgreich hinter sich bringt. Weil das bringt einen in so eine große Gefahr, die man sich auch hätte ersparen können. Aber das mit dem Schießen ist halt auch schwierig. Event ausgelöst. Triceratops Stampede. So, komm schon, Amy, du schaffst das.
Du kannst das echt schaffen mit 89%. Ist nicht die schlechteste Ausgangssituation. Du musst jetzt nur gut ausweichen. Bis jetzt machst du das super. Rechts vorbei, links vorbei. Ja. Oh nein. Da hat er dich ausgetrickst. 24% noch. Da hat er angetäuscht und ist dann rübergezogen. Das war gemein. Und er hält Zuckung hier. Gibt's ja gar nicht. Das machst du jetzt gut. Oh, da grasen noch ein paar. Schön links vorbei, ja. Nee, oh, nicht gegen den Schweif. Amü. Nein. Jetzt vorbei. Jawohl, sehr gut. Immerhin, 18% noch. Das ist noch genug, um hier durchzukommen. Du musst dich jetzt nur in den nächsten Gegen dafür sehr, sehr gut anstellen. Und ich hoffe mal, dass du jetzt nicht beim Herrera-Saurus-Gehege ausscheidest. Das wird jetzt schwierig. Mit 18% ist halt hart, ne? Aber immerhin 2 Punkte schon mal. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Damit kann man arbeiten. Jetzt hier nochmal gegens Tor. Das hat aber keinen Schaden gemacht, Gott sei Dank. Das wäre auch bitter, ne? Wenn die Kandidaten dann immer durch solche Fahrfehler viel Schaden kassieren. Hoffen wir mal, dass du nicht hier gegen springst. 2% nur, das geht. Oh, manche Herrera schlafen hier schon. Das sieht ganz gut aus. 14%. Aber bis jetzt kommst du super durch. Ah, jetzt kommen sie von hinten. Du stehst gerade still, das ist nicht gut. Oh, oh. Er faucht dich an, aber er greift dich noch nicht an. Das ist in Ordnung. Da kommt aber jetzt der nächste von hinten und... Der knockt dich raus. Ärgerlich, ärgerlich. Damit bist du raus. Schade, schade, schade. Das war die letzte Kandidatin für Jurassic Castle. Beide Kandidaten sind leider hier heute im Herrera-Saurus-Gehege ausgeschieden. Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und wir schauen jetzt ein letztes Mal auf die Tabelle und gucken mal, wer hier in Jurassic Castle die 3 Gewinner sind. Und damit ordnet sich unsere letzte Kandidatin Ami142 auf Platz 11 ein. Unsere 3 Gewinner stehen fest, nämlich einmal Fabio auf Platz 3, Zockerkings auf Platz 2 und PC Unleashed ist der Gewinner von Jurassic Castle. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt jeweils einen Amazon-Gutschein gewonnen. Meldet euch bei mir in Discord, dann bekommt ihr euren Gewinn. Ich hoffe, dieses Format hat euch eine Menge Freude bereitet. Falls ja, lasst es mich mit einem Däumchen wissen. Und ihr könnt trotzdem Hashtag JC unten in die Kommentare schreiben. Denn für das nächste Mitmachprojekt werde ich dann einfach diese Kommentare dann verwenden. Und jetzt wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.